Es ist vielerorts eine alte Tradition. Am letzten April- oder 1. Maitag werden Maibäume aufgestellt. Hier in Finsterwalde ist es ein Mai- und Ständebaum, welcher traditionell von rund 20 Zimmermännern errichtet wird. Den Baum schmücken die Logos der 16 Innungen sowie das Logo der Sparkasse und der Stadt Finsterwalde. Wie es in der Sängerstadt Tradition ist, waren natürlich auch die Finsterwalder Sänger zur Stelle, um das Ereignis entsprechend zu besingen. Den Ständebaum wollt ihr hier gleich richten, Symbol für Liebe und das Leben. Die Tradition wollen wir nicht vermissen, sie soll jährlich es weitergeben. Gemeinsam handeln verleiht euch Kräfte, es ist eine Freude, das anzusehen. Hört aufs Kommando, spannt eure Muskeln, nicht nur den Baum bringt ihr dann zum Stehen. Nach harter Arbeit kommt dann Entspannung, beim Zimmerklatsch sehen wir dann ja zu. Das macht beliebt euch bei allen Frauen, ihr Männer seid heut der große Clou. Vom Bäcker Bubner gibt's wieder Brezeln, die Feuerwehr reicht Bratwurst vom Grill. Ein großer Dank gilt noch der Sparkasse, weil sie die Tradition pflegen will. Und nun alle! Wir sind die Sänger von Finsterwalde. Anschließend ging es dann auch schon zur Sache. Mit dem Kommando Holz hoch! Nahm das Spektakel seinen Lauf. Die Tradition des Maibaumstellen ist viele Jahrhunderte alt und im gesamten deutschsprachigen Raum verbreitet. Vermutlich geht sie auf verschiedene germanische Riten zurück. Die Germanen verehrten einst Waldgottheiten, denen sie in verschiedenen Baumriten huldigten. Eine durchgängige Tradition zu den heutigen Maibäumen lässt sich allerdings nur bedingt herstellen. Holz hoch! Das erste dokumentierte Aufstellen eines Maibaumes, so wie es noch heute Tradition ist, lässt sich auf das Jahr 1224 in Aachen zurückverfolgen. Es gibt zudem verschiedene weitere Traditionen, wie den Maibaumtanz oder auch das Maibaumstehlen. Holz! Hoch! Nach erfolgreicher Aufstellung unternahmen Bürgermeister Jörg Gampe und Sparkassenchef Jürgen Rieke einen kurzen Ausflug in die Geschichte des Maibaums und der Handwerkertradition. Die Veranstaltung in Finsterwalde ist eine Gemeinschaftsaktion der Kreishandwerkerschaft, der Zimmererinnung Cottbus, der Sparkasse Elbe Elster und der Stadt Finsterwalde. Abgeschlossen wurde das Ritual mit dem traditionellen Zimmermannsklatsch zur Brandenburg-Hymne. Mit einem kleinen Programm begeisterten zum Abschluss die Kinder des katholischen Kinderhauses St. Raphael. Für die kulinarische Umrahmung sorgten die Feuerwehr Nehesdorf und die Bäckerei Bubner.